Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe was bei Temu bestellt. Das wollen wir jetzt mal auspacken. Ich mach mal oldschool von der Seite. Macht sich besser als von oben. Ich muss nur gucken, wo es aufgeht. Ah, hier. So, kommen wir zum ersten. Ich habe mir eine Tischdecke bestellt. Ich habe hier die Temu-App und da gucke ich mir öfters mal was an. Und dann kam dann da so eine Nachricht hier, jetzt irgendwie reduziert oder so. Und da habe ich mir einen kleinen Tischläufer bestellt. Also, er ist ziemlich lang, wie ihr seht. Ja. Für meinen Wohnzimmertisch. Ja, und dann halt an, außenrum sind Runen. Hier haben wir die beiden Raben, Hugin und Munin, Wallknut, den Lebensbaum und dann halt den Viking-Kompass. Verziert. Und dann halt nochmal in groß. Und hier auch nochmal in groß. Und dann wiederholt sich das hier wieder mit. Ja? Das ist für meinen Wohnzimmertisch. Ich mag halt dunkle Tischdecken. Das hat mir gefallen. Ich habe auch noch so einen neuen Rucksack gesehen. Also die haben so einen, also nicht Rucksack, was man auf den Bauch schnallen kann. Also etwa so groß. Das werde ich mir vielleicht auch noch holen, weil meine Bauchtasche manchmal ein bisschen zu klein ist, wenn wir unterwegs sind. Und da passt dann halt mehrere. Dann passt Akku, Ersatzakku, noch eine kleine Trinkflasche und so drin. So, dann habe ich, da kommen wir gleich dazu, dann habe ich mir Fliegengitter bestellt, weil die waren im Angebot und ich muss ja überall wieder Fliegengitter ranmachen. Ist denn hier auch, aber hier ist kein Kleber mit, weil so wie es aussieht, oder? Doch, der ist in der Mitte drin. 1,50 mal 2 Meter. Weil bei uns bei Lidl und so hatten sie jetzt keine Fliegengitter mehr. Nur noch die mit Alurahmen und so. Ja, und hier sind, ist eins, glaube ich, drin. Dann habe ich dann gleich halt für Schlafzimmer, brauche ich zwei Stück. Für große Fenster, für kleine Fenster. Beim Kleinen bleibt eigentlich, wenn ich es gut schneide, auch noch was übrig, dass ich dann das auch noch für das Badezimmer nehmen könnte. Dann einmal für die Küche und einmal für das Kinderzimmer. Bleibt nichts übrig, dann kommt halt Badezimmer, Küche und zweimal Schlafzimmer. Ich wollte jetzt erstmal die Qualität gucken. Und ja, dann vielleicht nochmal bestellen für nächstes Jahr oder so. So, das war's schon. So, und dann habe ich mir nochmal eine Mütze bestellt. Leider war die nur in etwas dunkler verfügbar in meiner Größe. Weil die mit dem B, die hat super gepasst. Aber diese hier, die Peaky Blinders, da habe ich das Problem, dass hier ist ja Gummiband hinten drin, dass die graue, die passt zwar, aber wenn ich Sonnenbrand habe oder wenn es sehr warm ist, ist mir das ein bisschen zu eng. Da mag ich das eher sehr locker. So. Und deswegen habe ich mir die jetzt nochmal in Größe 61 oder 60 bestellt. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Weil die sind auch unterschiedlich, fallen auch unterschiedlich aus. Ne, war nur 3XL, war das, glaube ich, nur. Sollen wir mal gucken? Ja, die ist schon viel besser. So. Die, also die ist nicht mehr so drückig. Ja, schön locker. So, ich hoffe, ihr seht es. Und auch in Nord dunkler. Ja, die gefällt mir. Ja, der Schirm, den muss man jetzt hier nochmal ein bisschen. Ja, bisschen biegen. Ja,
gefällt mir. Die gefällt mir sehr gut und schön locker. Die andere ist mir, geht, aber ist mir auf Dauer, wenn es sehr warm ist, ist mir die ein bisschen zu eng. Ich habe schon geguckt, dass man das irgendwie breiter kriegt oder so. Vielleicht kann ich auch den Gummi irgendwie mit ein paar Nadelstichen kaputt machen bei der anderen Mütze. Dann ist es auch lockerer, dann geht es. Und die kann ich jetzt auch, wenn ich Sonnenbrand habe, tragen, weil die wirklich sehr, sehr locker ist. Wie ihr seht, das ist schön angenehm. So, die werde ich dann nämlich heute auch noch gleich tragen. Mal die kleine Wäsche. Und dann habe ich mir noch was bestellt. Ich hoffe, das klappt, aber das ist doch ein bisschen leicht. Wohl doch nur ein Dekoartikel. Weil das hatte sie schon mal als Türstopper. Ein Wikinger. Auch mit Walknut da oben. Ja, das sieht jetzt nicht so doll aus mit dem Leder da oben, aber mit dem Bart und so. Ja, der ist jetzt ein bisschen eng, müssen wir mal ein bisschen aufplustern. So. Der hat auch Glocken dran. Oh, hier sind so ja Totenköpfe dran. Die hat er dann auch unterm Bart eine Gürtelschnalle und hier Glocke, eine Tasche hat er um, hängt ein bisschen tief und eine Axt, auch schön verziert die Axt. Ich hoffe, ihr könntet erkennen, dass die ein bisschen verziert ist. Ja. Könnte man dann natürlich die Axt hier in den Gürtel reinmachen und dann hält er sie so ein bisschen hoch. Aber den Gürtel müssen wir hier ein bisschen hoch machen. Der ist runtergerutscht. Oh, hier ist schon eh eine Glocke ab. Ach, die ist locker dran. Na, komm mal her hier. So. Mal gucken, dass wir hier einen kleinen Knoten hinkriegen. Achso, die ist hier festgemacht. Aber eine ist mir gerade abgegangen. Ja, es kostet ja auch nur 11 Euro. Bei Amazon sind die viel teurer. War klar, dass dann wieder sowas ist, aber es kommt doch her hier. Mit meinen dicken Wurstpfoten kriege ich das hier auch nicht durch. Wenn wir das nicht hinkriegen, nehmen wir einfach das lange Ende, halten das kurze Ende fest und machen das lange Ende hier durch. So, dann Knoten rein. So, und schon ist er wieder fest. Wir haben jetzt keine Ruten dran, aber so ein bisschen verziert ist das auch. So an sich sieht die Arbeit gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Aber den Gürtel, den müssen wir halt höher machen. Der kann ja nicht auf 7/8 hängen. Wie sieht denn das aus? So. So. Dann kann man sich den hinstellen. Ich habe eigentlich gedacht, dass er ein bisschen schwerer ist, dass ich ihn als Türstopper nehmen kann. Aber dafür ist er leider nicht schwer genug. Ist wirklich leider nur ein Deko-Gegenstand. Schade, auf der Art, auf die eine Art.
Aber das wäre auch was für das Auto. Für hinten für die Hutablage zum Rufstellen. Hier ist auch lockerer Stoff, also könnte man dann so ja mit ein paar Nadeln festmachen. Ja, mal gucken. Aber gefällt mir, ist doch cool, oder? Finde ich sehr gut. Mir gefällt er. So. Das war doch schon, mehr ist es eigentlich nicht. Habe halt nur eine kleine Bestellung gemacht. Fliegender Wahrheit. Sehr wichtig, weil es wird jetzt Sommer und ich habe geguckt, bei Rossmann keine, bei Penny keine, bei Lidl keine. Und bei Amazon hatten sie welche, aber die waren mir zu teuer. Und hier habe ich, wenn ihr sehen, 2 Euro noch was für so eine Tüte. 2,11 oder so? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde es euch verlinken. Und da habe ich dann gleich zugeschlagen. Und die hat mich sowieso gereizt, nochmal in eine Nummer größer. Und die ist echt cool. Ich mag die. Sieht ein bisschen rentnermäßig aus. Hat meine Frau gesagt, die Mütze sieht rentnermäßig aus. Sag ich, bin alt, bin 43, passt. So. Aber nichtsdestotrotz war es das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie viel hat mir Zeit jetzt überhaupt? Zeig aus hier. Ich glaube 34 Euro ein paar zerquetschte. Habe ich aus hier. Hab Handy gerade nicht hier. Das liegt auf dem Sofa zum Laden. Sonst hätte ich nachgeguckt. 34 ein paar zerquetschte habe ich aus hier. Also dafür ist es okay, würde ich sagen. Für alles zusammen natürlich. Ja? Der Wikinger hat, das weiß ich noch, der hat 11 gekostet. Die haben 2 noch was gekostet. Die Mütze hat, glaube ich, auch um die 11 gekostet. Und das, glaube ich, sind 10, 20, 30. Nee, das kann ich hinhauen. Also der hat auf jeden Fall 11 gekostet. Nee, für die Mütze habe ich, glaube ich, nur 4 oder 5 Euro bezahlt. 2, 4, 6, 8. 8 Euro. Na, sagen wir mal 10 Euro für Fliegengitter. Dafür 10 Euro sind wir bei 20 Euro. Ja, dann müssen die so um die 6 gekostet haben. Die Tischdecke und die Mütze müssen so um die 6 gekostet haben. Aber da weiß ich hundertprozentig, dass der 11 gekostet hat. Und Fliegengitter 2,11, 2,20, 2,30, sowas in dem Dreh. Das habe ich nicht hundertprozentig im Kopf. So, nichtsdestotrotz. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.